Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einer neuen Kritik. Ich melde mich nach dieser langen kritikfreien Phase wieder zurück und präsentiere euch die erste Kritik seit sicher einem Dreivierteljahr. Und ich habe mir einen besonderen Film dafür ausgesucht. Und ja, ich spreche heute über Pelikanblut. Ein sehr besonderer Titel, ein Film, der im letzten Jahr bereits den Start auf den Filmfestspielen Venedig hatte, also dort auch groß gefeiert wurde. Es ist eine deutsch-bulgarische Produktion und es ist der zweite Langspielfilm von der Katrin Gebbe, die damals mit Tore tanzt, ihrem Debüt-Langspielfilm, sogar in Cannes Premiere feiern konnte. Wiebke betreibt nicht nur einen eigenen Reiterhof, auf dem unter anderem Polizeipferde trainiert werden, sondern adoptierte mit Nicolina auch schon einmal ein osteuropäisches Mädchen. Mit Erfolg. Ihr neuer Schützling, die fünfjährige Raya, macht es ihr da nicht ganz so einfach. Sie beschmiert das Bad mit Fäkalien, spießt tote Tiere auf und zwingt schwächere Kinder zu Doktorspielen. Und während selbst die Neurologen glauben, dass eine Besserung nur noch in einer spezialisierten Einrichtung erfolgen kann, will Wiebke nicht aufgeben und greift zu immer extremeren Methoden. Wir machen endlich Fortschritte, wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Bist du jetzt völlig durchgedreht? Das schaffst du nicht, die ist krank. Die muss weg. Pelikanblut läuft seit dem 29. September 2020 in den deutschen Kinos, dauert 127 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich kann jetzt schon sagen, wir begeben uns mit diesem Film auf ein hartes Pflaster. Ein Pflaster, was für viele Leute sehr abstoßend erscheinen mag, aber im Kern eine relativ wichtige Botschaft mit sich herumträgt und auch verdammt wichtig ist in der heutigen Gesellschaft. Kommen wir zuerst auf die Darsteller zu sprechen. Nina Hoss spielt Wiebke, die Familienmutter, die unter anderem, wie in der Inhaltsbeschreibung bereits erwähnt, so einen Pferdehof leitet, dort ständig mit Polizisten zusammenarbeitet, die Tiere trainiert und bereits ein Kind adoptiert hat, nämlich die Nicolina, und sich jetzt dazu entschlossen hat, ein zweites Kind zu adoptieren. Sie fühlt sich dieser Herausforderung gewachsen und stürzt sich richtig rein ins Geschehen. Sie ist aufopferungsvoll und bereit, diese Sache vollkommen von vorne bis hinten durchzuziehen. Zeigt sich in vielerlei Hinsicht relativ stur und eigensinnig, auf der einen Ebene auch relativ willensstark, wirkt aber auch in bestimmten Momenten wirklich emotional verletzlich und stellt sich bei allem, was kommen mag, zwischen die Gegner und Raya, ihrem neuen Adoptivkind. Sie spielt das echt stark und ich war auch wirklich beeindruckt von ihr. Adelia Constanze Giovanni Ocleppo spielt Nicolina, Wiebkes erstes Adoptivkind, was schon lange Zeit dort lebt, was sich auch wirklich schon gut gewöhnt hat, was man auch sieht in dem Verhalten des Kindes, ist einfach wirklich gut integriert, hat ein paar Freunde, kommt in der Welt gut zurecht, steht auf eigenen Beinen und ist natürlich so ein bisschen, sie freut sich auf der einen Seite sehr, dass sie jetzt noch quasi noch ein Adoptivgeschwisterchen bekommt, ist aber auch relativ skeptisch, wird auch immer vorsichtiger, zeigt auch immer wieder mit dem Finger drauf und sagt, hier, das ist nicht gut für uns, es tut uns weh und so weiter und so fort. Gerade für das Alter, muss ich sagen, war ich hier auch echt beeindruckt, gerade weil diese Präsenz und dieses Feingefühl in bestimmten Momenten einfach nicht zu 100% und immer gegeben ist. Deswegen war ich da doch sehr beeindruckt, was da aus der Adelia Constanze herausgekommen ist. Ein aufstrebendes Talent, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Katharina Lipowska spielte Raya, die neue Adoptivtochter. Und hier ist es wirklich wahnsinnig stark, was hier geleistet wird. Die Katharina hat die Herausforderung, hier wirklich ein total verhaltensgestörtes Mädchen zu präsentieren, was aber halt nicht zu abgehoben wirken soll, was natürlich noch genügend bodenständige Elemente mit hineinfließen lässt, um da diesen Zwiespalt zu erschaffen. Dazu auch irgendwo eine Sympathie aufzubauen, aber halt irgendwie auch wieder abzustoßen. Und das gelingt dir von vorne bis hinten. Ich hatte ein bisschen Probleme, um mit ihr warm zu werden, weil es dem Zuschauer auch sehr warm,
sehr schwer gemacht wird, mit ihr warm zu werden, aber es funktioniert letztendlich richtig, richtig stark. Und sie hat wirklich eine Präsenz, auch irgendwie in bestimmten Szenen so eine Art Boshaftigkeit, die einfach ausbricht, wo man nicht weiß, wo kommt die her, beziehungsweise wie schafft dieses Mädchen es, in so einem jungen Alter schon so gut zu spielen, beziehungsweise auch bestimmte emotionale Ausbrüche so gut rüberzubringen. Murathan Muslo spielt Benedikt, einen der Polizisten, der dort regelmäßig auf dem Reiterhof ist, der dort auch hin und wieder mit der Wiebke ein bisschen anbildet, beziehungsweise es scheint eine sehr gute Freundschaft zu sein und er schaut dir immer wieder über die Schulter und ist so ein bisschen die helfende Schulter, die hin und wieder einspringt, wenn es wirklich kritisch wird. Ich muss sagen, hier ist so ein bisschen der Drahtseilakt gegeben, dass auf einer Seite natürlich so eine Art Bezugsperson unglaublich wichtig ist für solche Menschen, die mit Adoptivkindern und solchen Problemen umzugehen haben. Aber auf der anderen Seite war es ja auch vielmehr so eine Art Bodenständigkeit, die immer wieder gesagt hat, oder beziehungsweise so ein bisschen das Gewissen, was immer wieder ihr eingeredet hat, das schaffst du nicht. Was soll das hier eigentlich? Sieh ein, dass du komplett überfordert bist mit der ganzen Situation und hin und wieder auch ein paar andere interessante Fragen stellt, die ja auch wirklich gut rübergebracht werden. Ich fand auch Murathan wirklich stark. Ich fand, es hätte ihm wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben, beziehungsweise noch ein bisschen Stärke gegeben, wenn sein Charakter mehr zu tun gehabt hätte in diesem Film. Aber es hat auch nicht wirklich negativ aufgeschwungen, dass er so wenig zu sehen war. Deswegen ist das hier eigentlich auch ein guter Drahtseilakt, der hier bewältigt wurde. Unter anderem auch im Schauspiel Korn und mit dabei sind Jana Marinova, Sophie Pfennigsdorf, Dimitar Banenkin, Katinka Auberger und noch ein paar andere mehr. Im Großen und Ganzen ein wirklich starker Cast, der gerade bei den jungen Darstellern wirklich zu überzeugen weiß und mich persönlich auch wirklich, wirklich überrascht hat. Katrin Gebbe sitzt hier sowohl auf dem Regiestuhl, hat aber auch das Drehbuch dazu geschrieben. Bei Tore tanzt, ein Film, den ich nicht gesehen habe, ist es aber halt ähnlich, dass sie sich eine ähnliche Thematik herausgeschaut hat, gesucht hat, die sie halt dann interessant verpackt haben soll. Dieses Urteil muss ich mir noch selber bilden, das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich kann auf jeden Fall hier sagen, was hier wirklich, wirklich gut funktioniert, ist, dass es so ein Drahtseilakt. Es tut mir leid, dass ich dieses Wort heute so häufig sage, aber es ist ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite relativ bodenständig und ein emotional wirklich fesselndes Drama zu erzählen, aber auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen die Welt ein bisschen offen zu lassen, so eine Richtung zu gehen, wo man nicht weiß, ist das denn jetzt hier so real, wirklich, oder hat das was mit höheren Kräften zu tun? Es wird sehr gut damit ausbalanciert. Man hat nie das Gefühl, es ist jetzt zu viel davon, es ist jetzt zu viel davon. Auch gerade, weil die Charaktere so zweifelnd angelegt sind, beziehungsweise immer so vorsichtig, aber halt auch noch naiv und eigensinnig, funktioniert das hier wirklich, wirklich stark. Also gerade die Konflikte zwischen den Figuren arbeiten sich wirklich hoch. Da gibt es auch ein paar wirklich Eskalationen, sage ich jetzt mal, die wirklich auch unangenehm werden. Und das muss man ja auch wirklich noch der Regie hier wirklich hoch anrechnen. Weil der Film schafft es eigentlich erstens, so ein unangenehmes Gefühl aufzubringen und bringt den Zuschauer selbst eine Art Zwickmühle, dass man sich selber sagt, du musst dieses Kind weggeben. Aber auf der anderen Seite vergessen wir als Zuschauer halt auch, dass es halt auch noch ein kleines Kind ist, was nicht so viel dafür kann, so wie es aufgewachsen ist. Sie bringt uns in ein moralisches Dilemma, was ich sehr, sehr hervorragend fand, was mich auch sehr gecatcht hat, was mich auch wirklich überzeugt hat und auch überwältigt hat, gerade mit dem Drive des Films. Man muss größtenteils sagen, der Film ist relativ ruhig und er ist auch relativ, sag ich jetzt mal, nicht zäh, aber er ist schon ein harter Brocken, um es so zu sagen. Man muss sich wirklich darauf einlassen und da mitarbeiten, um wirklich die volle Entfaltung dieses Films wahrzunehmen. Ansonsten wird das hier wirklich schwierig. Im Großen und Ganzen, auf der Drehbuchseite habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Höchstens so ein, zwei kleine Momente, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt ein kleines bisschen zu viel des Guten. Aber inszeniert wurde es auf jeden Fall richtig, richtig stark. Durch die geilen Darsteller, durch das gute Schauspiel und gut durch die gute Atmosphäre, die allgemein damit schwingt, fand ich das wirklich stark. Also ich musste vermehrt entweder an Hereditary oder an Systemsprenger denken. Beides Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die mir so einen ähnlichen Drive und eine ähnliche Stimmung aufgeladen haben.
Kommen wir zu den technischen Aspekten des Films. Ich muss sagen, die Kameraarbeit, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die war sehr atmosphärisch gesetzt. Es war auch so ein bisschen nach dem Motto, man könnte jedes einzelne Ding nehmen und das sich an die Wand hängen. Und das war einfach wirklich von der Lichtsetzung her hat mir das sehr gut gefallen. Auch von der Komposition. Man hat sich nicht darauf verlassen, einfach vieles von einem Stativ aufzudrehen, sondern hat sich auch viel auf ein paar Fahrten, sage ich jetzt mal, eingelassen. Also es war jetzt nicht überdimensional viel davon, aber es hat dem Ganzen eine schöne Dynamik gegeben. Ich muss sagen, das Sounddesign, das war hier auch unglaublich wichtig und war auch, ist mir auch nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Gerade weil es halt so fast schon nebenbei mit reinfließt, hat es noch einen viel größeren Impact bekommen. Dazu muss ich sagen, der Schnitt war auch wirklich gut und hat sich auch sehr viel Zeit gelassen. Für meinen Geschmack war er stellenweise dann aber doch ein bisschen zu langsam. Da hätten sie doch ein bisschen mehr Gas geben können. Trotzdem, das ist hier wirklich Meckern auf hohem Niveau. Kostüm und Maske ist auf jeden Fall hochwertig gestaltet. Realitätsnahe und wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Das merkt man durchaus an, was dabei gedacht wurde, gerade was so Farbpaletten betrifft und so weiter. Es war hin und wieder, hat man sich gedacht, okay, da hättet ihr doch ein bisschen mehr machen können, war jetzt aber nichts Verwerfliches oder Übertriebenes oder Schlechtes mit dabei. Setdesign, muss ich wirklich sagen, dieser Reiterhof, den sie da gefunden haben, der hat wirklich viel zu der Gesamtatmosphäre beigetragen, weil man sich das Gefühl hat, man ist der Natur so nah. Eigentlich kann ja nichts passieren. Hier sind Tiere, hier leben Menschen und so weiter. Das ist eigentlich alles gut. Und genau dieses Gefühl schafft dieser Reiterhof echt gut aufzubauen. Auf der einen Seite vielseitig gestaltet, auf der anderen Seite sehr, sehr düster, aber auch hoffnungsvoll. Es ist so ein Grat, der hier wirklich gut bewältigt wurde. Effekte, muss ich sagen, es gibt ein paar, sind mir nicht aufgefallen, aber sind sehr, sehr gut gestaltet gewesen. Es war sehr viel real, so wie ich das einschätzen konnte. Und wenig tricktechnisch mit dabei und wenn es welche gab, dann sehr, sehr gut versteckt, habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Der Soundtrack war sehr bedrückend und tragend, verstörend, unterstreichend, den Situationen angepasst, ist mir auch ein bisschen im Ohr hängen geblieben und hat auch wirklich, wirklich seinen großen Beitrag zu diesem Film geleistet, um das so zu sagen. Kommen wir zu meinem Fazit zu diesem Film. Ich muss sagen, er tritt in so ein paar Fußstapfen, die man nicht ganz leugnen kann. Unter anderem Systemsprenger, habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Er nimmt sich, wie gesagt, dieses Kindheitstrauma, das hier gefangen wird, so eine Art Verhaltensstörung und so weiter, die da viel mit reinfließt und verpackt das irgendwie, für mich zumindest so vom Gefühl her, in das Setting von Hereditary, nur nicht ganz so abgefuckt und hart und überdimensional und geisterhaft, sondern bleibt dabei relativ bodenständig über weite Teile des Films und strickt sich hier ganz geschickt durch die Charaktere, durch die Geschichte, die Fäden zusammen. Und auf einer langen Sicht funktioniert es hier wirklich, wirklich stark. Trotzdem muss ich sagen, war er mir hin und wieder dann doch viel zu schwermütig. Man hat dem Zuschauer keine Möglichkeit gegeben, sich von diesen ganzen bedrückenden Szenarien irgendwie zu erholen. Dazu ist auch der Hauptdarsteller, der Charakter, waren wir ein bisschen zu uneinsichtig gestaltet. Also die Wiebke hat irgendwann für mich so ein bisschen den kompletten Realitätsbezug verloren. Das war so ein einziger Punkt, den ich hier noch irgendwie kritisieren könnte. Aber im Großen und Ganzen ein wirklich sehenswerter Film. Wie gesagt, eine sehr schwere Kost ist, schwer zu verdauen ist und nicht unbedingt was für den normalen Kinogänger ist. Trotzdem, wer schon auf außergewöhnliches deutsches Kino steht, ist hier auf jeden Fall einer guten Adresse gut bedient. Läuft aktuell in den Kinos, sollte man sich, wenn man sich als Filmkenner bezeichnet, nicht entgehen lassen. Zum Abschluss kann ich nur sagen, ich gebe diesem Film 8 von 10 Punkten und es ist eine wirkliche Sehempfehlung, die man auf jeden Fall nicht im Kino verpassen sollte. Aber wer sich das Kino nicht leisten kann oder sich in der aktuellen Situation das nicht traut, der kann natürlich auch auf das Streaming warten. Ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser Kritik wieder mit dabei wart. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf den ganzen Social-Media-Kanälen, unter anderem auf Instagram, Facebook und Twitter. Dort verpasst ihr nichts, wenn ihr uns abonniert, falls ein neues Video kommt. Und vergesst unseren Podcast nicht. Der kommt alle 2 Wochen am Samstag, jeweils um 16 Uhr. Den gibt es auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts als RSS-Feed und hier natürlich auch auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.